Wenn Leute an den ÖPNV in Nürnberg denken, fällt ihnen sofort die fahrerlose U-Bahn ein, für welche die Stadt national und sogar international bekannt ist. Doch nur selten stellen sich die Leute daraufhin die Frage, welche ich mir heute in diesem Video stelle. Wenn selbst große Weltstädte wie London, New York oder Toronto bis heute mit einer normalen, fahrergeführten U-Bahn auskommen, warum musste es im Weltkaff ohne Herz unbedingt automatisch sein? Die Geschichte der U3, wie wir sie heute kennen, begann im Jahr 1990. Streng genommen begann sie, wie alle Geschichten, mit dem Urknall, doch den entscheidenden Einfluss auf die heutige Linienführung hatte dann doch 13,7 Milliarden Jahre später das erste der beiden Intraplan-Gutachten, welches die U3 in ihrer ursprünglichen Form nur dann für wirtschaftlich rentabel erachtete, wenn man das Straßenbahnnetz nach Hamburger Vorbild komplett stilllegen würde. Wie man unschwer erkennen kann, ist dies glücklicherweise nicht passiert. Und so wurde die Linie U3 nach einem weiteren gleichnamigen Gutachten im Jahr 1993 auf den heutigen Linienverlauf umgeplant. Und zwar auf Linienästen im Norden und Süden, auf welchen damals Straßenbahnen gefahren waren oder noch immer fuhren. Schon hier stellt sich die Frage, ob es überhaupt einer U-Bahn bedurft hätte. Und streng genommen hat sich das zweite Intraplan-Gutachten genau mit dieser Frage beschäftigt. Anders als heute war die Straßenbahnstrecke im Kirchenweg noch im betriebsfähigen Zustand. Man hätte diese Straßenbahn also erst ab der heutigen Bushaltestelle Klinikum Nord neu bauen müssen. Aber wie wir wissen, stören Straßenbahnen den Autoverkehr. Und auch die Straßenbahn wird durch den motorisierten Individualverkehr gestört und ist daher extrem langsam und öde, anders als eine schnelle, moderne U-Bahn. Und so sollte die neue U3 nach Nürnberger Tradition eine Straßenbahnlinie ersetzen, anstatt sie zu ergänzen. Zu erkennen heute an den für eine U-Bahn ungewöhnlich dichten Stationsabständen, etwa zwischen dem Maxfeld und dem Kaulbachplatz, welche nur einen idyllischen, dreiminütigen Fußweg auf der Goethestraße voneinander entfernt liegen. Und so fiel die Entscheidung zugunsten einer dritten U-Bahn-Linie, welche die Strecke der U-Bahn-Linie 2 teilweise mitbenutzte. Nürnberg musste sich also zum ersten Mal mit einer Stammstrecke auf einer signalgeführten Strecke auseinandersetzen. Wäre die Geschichte anders verlaufen und wir sähen heute konventionelle U-Bahnen auf der U3, würde man mich als blauäugig und weltfremd titulieren, würde ich auf diesem Kanal meine Fantasien zum Besten geben, mit automatischen, fahrerlosen U-Bahnen und einem Mischbetrieb, den es weltweit zuvor kein einziges Mal gegeben hat. Denn viele Städte auf dieser Welt haben Stammstrecken und verzweigte Linienäste und die wenigsten brauchen einen automatischen Betrieb. Die Münchner U-Bahn ist hierfür ein exzellentes Beispiel, etwa zwischen der Westendstraße und dem Max-Weber-Platz oder zwischen der Implerstraße und der Münchner Freiheit, wo zwei U-Bahn-Linien sich ein Gleis teilen, eben wie in Nürnberg die U2 und die U3. Wie man hier sehen kann, fahren die Züge der U4 alle 10 Minuten. Dichtere Takte sind natürlich möglich und wären auch in Nürnberg möglich gewesen. In Nürnberg steht das Akronym SMARAGD für die Abwägung zwischen einem vollautomatischen Betrieb und der Verdichtung der Blockabstände, um einen dichteren Takt auf der Stammstrecke gewährleisten zu können. SMARAGD, das steht für die Studie zur Machbarkeit der Realisierung eines AGT-Systems und kam zum Ergebnis, dass ein automatischer Betrieb auf der U3 machbar und finanzierbar sowie wirtschaftlich sinnvoll war. Das heißt, zwar bräuchte man nicht unbedingt eine automatische U-Bahn, aber man kann es sich leisten und mit diesem Pionierprojekt die schwächelnde lokale Wirtschaft antreiben. Zusätzlich vermochte die neue automatische U3 das eher schlechte Image des öffentlichen Personennahverkehrs in der breiten Bevölkerung aufzupolieren. Im Jahr 2008 war die halbe Stadt auf den Beinen, um die Eröffnung der U3 damals noch bis zu Maxfeld und der Gustav-Adolf-Straße live mitzuerleben. Den Leuten wurde der öffentliche Personennahverkehr als ernsthafte Alternative ins Gedächtnis gerufen und bei jungen Leuten war er wieder cool und fesch.
Der Tunnelblick war eines von vielen Erlebnissen. Unter anderem durch Anblicke wie diesen wurde auch meine Faszination für den Nahverkehr geweckt, damals im Jahr 2008. Heute, 14 Jahre später, ist die automatische U-Bahn Alltag. Fast niemand redet mehr von der Automatik-U-Bahn und die Kinder schauen nicht mehr aus dem Fenster. Unvergessen der Kommentar eines kleinen Mädchens, als ich ihr davon erzählte, wie modern und außergewöhnlich die AGT-U-Bahn sei, und sie nur antwortete: Das ist doch normal, dass die automatisch fährt. Und in der Tat ist die ohne Fahrer verkehrende U-Bahn mittlerweile für den durchschnittlichen Nürnberger längst normal und Alltag geworden. Heutzutage ärgert man sich in der breiten Bevölkerung wieder mehr über die im bundesweiten Vergleich tatsächlich sehr hohen Preise und verkennt dabei oftmals die Korrelation zwischen dem gescheiterten 365-Euro-Ticket und den vollautomatischen U-Bahnen im Nürnberger Untergrund. Denn der Nürnberger Nahverkehr, was die VAG anbietet, ist nun mal Luxus. Die Nürnberger U-Bahn ist der Rubinstein unter den U-Bahn-Netzen. Und so ein Luxus hat eben seinen Preis.